Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Heute in der Videobeschreibung SRKSNFF1. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, das Ding werde ich noch brauchen. Oh, Pfeile, sehr gut. Da oben haben wir auch noch was. Ich sollte mal ein bisschen besser hier mich umgucken. Was? Ich gehe jetzt mal ein bisschen vorsichtiger vor. Oh, hoppla, da wollte ich eigentlich nicht hinschießen. Sorry. Nein. Eieiei. Gut, dass hier so viel Muni rumliegt. Hab ich dem jetzt keinen Headshot gegeben? Doch, geht doch. Komm, stirb doch. Dankeschön. So, schnell wieder in Deckung. Alles am Muni einsacken, was es hier gibt. Noch schön die Deckung kaputt machen. Na okay, sprengen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, Bergungsgut. Das ist gut. Was? Ups. Wo kommst du her? Du dreckiger Bastard. Ah, gut. Hier ist the next. Wow! Oder auch nicht. Du kleiner Motherfucker. Schrot. In your face, bitch. Again. You too? Wow, das wären jetzt zu viele. Nein! What the hell? Okay, scheiße, ich habe nur noch 4 Pfeile. Nein! Ha! Dankeschön! Nein! Nein! Okay. Alter! Ah! Langsam, Freunde! Okay. In your face. Einer ist doch noch da unten. Nicht? Gut. Scheiße. Ich muss mal die Bogenschützen dringend ausrauben. Weil die haben die eine und den einen oder anderen Pfeil dabei. Scheiße, Alter, was geht hier ab? Ah.
Huch, wo kommt das denn her? Das war ja überhaupt nicht vom Spiel so geplant. So, bitch, please. Da ist es. Oh, Alter, das war so krass. Na, ich hab... Okay. Okay. Jawohl. Aber der ist noch lange nicht tot. Das hat nicht gereicht. So, Messias, wo bist du? Oh oh. Neues Lager entdeckt, heilige Halle. Da ist es. What the hell, ey. Yay, ein Fähigkeitspunkt. So, den will ich jetzt mal sinnvoll einsetzen. Axthiebe, Axtexperte. Schmutzige Tricks brauchen wir nicht. Ausweichkillmeister. Greifen Sie nach einem Ausweichmanöver an. Sind Sie noch tödlicher, um kaum nahezu Feinde auszuschalten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Nehmen wir mit. So Leute, es geht ans Eingemachte und ich habe echt keinen Plan, wo ich hin soll, was ich machen soll und wie wir überhaupt Sam von von Messias befreien sollen. Aber egal, eins steht fest, dem Typ werde ich so die Kronjuwelen rasieren. Gott, schon wieder so ein Kannibal-Lager. Das ist grauenhaft. Wer macht sowas? Kurbel, Kurbel, Kurbel. Halt! Da liegt was. What is it? Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Keine Ahnung. Ist da noch was drinne? Normalerweise sagt Lara noch was dazu. Aber was? Hier auf dem Boden ist absolut gar nichts. Alter Rechtel, war es nur, um Kamerawinkel anzupassen. Ach, ja. Gut, näher untersuchen geht wohl nicht. So. Haben wir gefunden. Und dann suchen wir mal weiter. Was geht hier ab? Ah, ich weiß die Lösung schon. Nee. Von hier wird wohl nichts, wird nichts bringen, wenn wir da unten das Dings freischalten sollen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier hoch. Und versuchen es mal von hier oben. Da ist noch eine Truhe. Wow, Leiche. Da liegt auch noch was. Mach auf das Ding! Dankeschön. Schrei an der Schlucht. Komplettkarte. Fett. Dann mal los. Yeah, biatches. Muss irgendwie darauf kommen. Hier drüber bestimmt nicht. So, wir lassen das Ding mal herkommen. Nein, das. Uff. Das klappt nicht. Wie kommen wir zum Teufel da hoch?
Das ist komisch, nach so einer actionreichen, nach der Action jetzt auf einmal wieder Rätsel zu machen. Das Ding ist da befestigt. Können wir das... Nee. Da müssen wir hin. Ja, das bringt uns aber nicht viel. Nein! Oder vielleicht, wenn wir... Ich muss im richtigen Moment abspringen. So, komm, Lara, nach oben bitte. Dankeschön. Das ist zu schnell, da komme ich nicht ran. Es sei denn, ich kurbel das Ding nochmal runter. Kann ich das nochmal... Das war ein bisschen zu weit. Wie jetzt? Willst du mich verarschen? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe die Rätselslösung, weil, schaut mal, da haben wir so eine Einsparung und da. Und hier ist eine Spitze. Das heißt, wenn ich das wieder zumachen könnte, dann dürfte das Ding eigentlich auf dem Boden stehen. Genau. Bitches be like. So, Dankeschön, 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 Dankeschön. So, runter damit. Genau. That was my plan. And we getting are here. On the top of the room. And gehen wieder runter. Biatches. So, jetzt ist immer noch die Frage, wie kommen wir da... Ach, ich bin so ein Spast. Ich muss doch da hoch. We are getting again on the top of the room and schießen einen Pfeil on the Käfig. Wenn das geht. Sieht nicht so aus. Oh doch. Yes! What the hell? Oh. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Your face. Oh, hier geht's nicht weit. Halt! Da war was. Ein Büchlein. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin.
Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Fuck. Fuck, 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 fuck. Du behinderte Bitch. 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 Nochmal Bitch. Schlampe. What the hell? Okay. Ich mach da mal einen Folgencut und wir sehen uns in Folge 44 und dann mal sehen, was uns da erwartet. Aber ich glaube, wir sind ziemlich am Ende von Tomb Raider, also wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Ich schätze mal noch bis Folge 45. 46. Ja, schaut mal bei dem SRKSNFF1, VF1 vorbei. Keine Ahnung, was der macht. Ich hoffe, er macht's gut. Und ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Hey ho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für Prophet LP, also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben, Kritik und so ein ganzer Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google Plus, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei, ich freue mich über deinen Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Gut, stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.